Ist er wirklich tot? Ist es Österreich oder? Andere Pipelines wie Nord Stream 1 ausgleichen. Es gäbe laufende Gespräche, um die Kapazitäten in den nächsten Tagen aufzuweiten. Gehen wir davon aus, dass diese anderen Kunden für die Gasversorgung in Europa jetzt vermehrt aktiviert werden und die Gas müsste wie gebucht in den nächsten Tagen auf die Sicherheit kommen. Das heißt, diese Reduktion dieses Gasanbieters durch die Ukraine werden wir nicht spüren in Österreich. Und übrigens, welche Länder ist das? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Nein, ist ich tot.